So, ich reagiere heute mal wieder auf ein Video der wunderbaren Alicia Joe. Hochspannender Kanal. Macht immer tolle, ja, Dokus, also zuletzt auch über Gendern, fand ich richtig cool. Und heute mal über das Thema OnlyFans, was auch für unsere Belange, wo entwickelt sich die, soll ich mal sagen, Gesellschaft hin, was so Sexualität angeht, was mit Corona zu tun. Wenn ihr OnlyFans nicht kennt, ja, werdet ihr gleich näher kennenlernen, sag ich mal. Und ja, also wirklich hochinteressantes Thema und ja, ich kommentiere einfach und sag da mal ein paar Sachen zu, wie ich das so sehe, was wir hier haben. Habt ihr euch mal gefragt, wie es sein kann, dass manche Menschen hunderte von Euros ausgeben, um Nacktbilder von Influencern zu sehen, während das ganze Internet voll mit kostenloser Pornografie jeglicher Form ist? Habt ihr euch mal gefragt, warum die Plattform OnlyFans besonders in Corona exorbitanten Zulauf hatte? Und das nicht nur bei den Creatoren, sondern hauptsächlich bei den Konsumenten? Und was das mit der Einsamkeit von Menschen zu tun haben könnte? In diesem Video werde ich einen Erklärungsversuch für dieses Phänomen präsentieren und aufzeigen, warum der Erfolg von Plattformen wie OnlyFans ein eindeutiges Warnsignal in Bezug auf unsere Gesellschaft sein sollte. Aber was ist OnlyFans überhaupt? Kurz gesagt, eine Social-Media-Plattform, wie Instagram. Mit dem Unterschied, dass Creator ihre Bilder hinter einer Paywall verstecken können. Man also dafür bezahlen muss, um sie anzugucken. Des Weiteren können auch persönliche Chat-Nachrichten gegen Geld erhalten werden. Außerdem kann man seinen Lieblingscreatoren Trinkgeld für Sonderwünsche geben. Also zum Beispiel, ich bezahle dir 30 Euro für ein exklusives Bild deiner Füße mit Badeschaum drauf. Ja, also ist ja schon insgesamt, also das geht in meinen Kopf auch nicht rein, jetzt, wo es so viel umsonst Erwachsenen-Content gibt im Internet, sage ich mal, dass hier also Menschen da wirklich so viel Geld ausgeben für diese Plattformen. Es ist einfach unfassbar, man verliert einfach den Glauben an die Menschheit. Aber letzten Endes, wie wir gleich sehen werden, was ich auch glaube, dass das einerseits viel mit Einsamkeit zu tun hat, andererseits mit der Liberalisierung unseres Datingmarktes und hat halt nicht immer die Folgen, die wir vielleicht hoffen würden, die es hat. Aber hören wir mal weiter. Ich bezahle dir jeden Tag 2 Euro, wenn du mir dafür eine süße Guten-Morgen-Nachricht schickst. OnlyFans selbst ist zu 20% an den Einnahmen der Creator beteiligt, ist also selbst mittlerweile ein Multimillion-Dollar-Konzern. Ursprünglich wurde die Plattform für sogenannte Erwachseneninhalte entwickelt und dafür steht sie größtenteils noch heute. Timothy Stockley, der Gründer, hatte zuvor andere Plattformen, darunter Glam Girls und Customs for You, in der Erotik- und Pornobranche gegründet. OnlyFans war aber die einzige, die richtig durchgestartet ist. Timothy Stockley gründete OnlyFans im Jahr 2016, weil er erkannt hatte, dass es einen großen Markt an Männern gibt, die Frauen zum Zwecke ihrer eigenen Erniedrigung Geld zahlen wollen. Hinzu kam, dass es anscheinend auch einen sehr großen Markt an Männern gibt, die sich Zuneigung und Intimität in Form von Nachrichten, also quasi eine... Ich glaube, sie meinte Erniedrigung der Männer jetzt, nicht der Frauen, also vermutlich zumindest mal... ...einen Freundin wünschen und bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Richtig viel Geld. Die Gründe dafür können mannigfaltig sein. Wir werden versuchen, später darauf einzugehen. Vorher 2 kurze Disclaimer, damit wir aus der gleichen Perspektive auf die Problematik blicken. Erstens befassen wir uns in diesem Video hauptsächlich mit dem vorherrschenden Erotikbereich der Plattform OnlyFans, nicht etwa mit der verschwindend geringen Anzahl von Accounts, die dort Fitness- oder Kochtutorials hochladen. Die sind für unsere Diskussion und für das Phänomen nicht relevant. Des Weiteren werden wir uns im Folgenden hauptsächlich auf weibliche Creator und heterosexuelle männliche Konsumenten konzentrieren. Nicht, weil ich irgendjemanden ausschließen möchte, sondern einfach, weil hier vermutlich der Hauptgeschäftsbereich der Plattform liegt, in dem sich die Dynamiken und Kernprobleme am besten vergleichen lassen. Trotzdem können die gleichen Dynamiken auch vice versa existieren und für homosexuelle oder andersgeschlechtliche Personen gelten. Man kann sie in der Masse nur nicht so gut beziffern und verallgemeinern. Zunächst ein paar Zahlen und Fakten aus verschiedenen Quellen und einer umfassenden Web-Scraping- und Internetanalyse von Januar diesen Jahres. Natürlich kann man die nicht hundertprozentig verifizieren, da viele Daten auch einfach bei OnlyFans unter Verschluss liegen. Aber diese Analyse hat mit sehr vielen Quellen gearbeitet, um einen möglichst umfassenden Bericht zu erstellen. Seit September 2021 hat die Plattform OnlyFans über 170 Millionen registrierte Benutzer. Jeden Tag... Diese Zahl muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 170 Millionen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt von OnlyFans. Also im Vergleich Tinder
hat 60 Millionen Nutzer, meine ich. Tinder 60, OnlyFans 170. Das ist unfassbar. Vermutlich ca. 500.000 neue Benutzer OnlyFans bei. Man schätzt, dass ca. 87% männlich, 10% weiblich und 3% unbestimmten Geschlecht sind. Ca. 1,5 Millionen Nutzer sind auch Ersteller von Inhalten, also Personen, die dort beispielsweise Nacktbilder verkaufen. OnlyFans hat insgesamt bereits mehr als 2 Milliarden US-Dollar an diese sogenannten Creator ausgezahlt. Die Top-Creator verdienen durchschnittlich etwa 100.000 US-Dollar pro Monat. Es gibt sogar Einzelne, die mehr als 2 Millionen US-Dollar pro Monat verdienen. Der Durchschnitt... Es ist unfassbar. Es ist einfach unfassbar, ey. Creator auf OnlyFans hat aber lediglich grob 21 Abonnenten und verdient ca. 151 US-Dollar pro Monat. Hier sehen wir schon, dass der Traum vom schnellen großen Geld für viele normal... Also was ja einfach so unfassbar ist, ich meine, es gibt ja auch physische, kaufbare, sexuelle Leistungen, sag ich mal, ne? Also dass so viel Geld ausgeht für so virtuelle Varianten, ey, da kann ich mir schon an der Menschheit zweifeln, also das ist krass. Los oder auch Sexarbeiter, die sich ein zweites Online-Standbein aufbauen wollen, relativ schnell platzt. Richtig viel Kohle machen mit OnlyFans meist die, die sowieso schon berühmt sind, wie Cardi B, Amaranth, Bad Baby, Katja Krassavitze oder Bella Thorne. Die neuesten demografischen Daten der... Gehört habe ich jetzt nur bei diesen hier von Amaranth, die macht doch dieses ASMR, ne? Also wo da irgendwelche Geräusche gemacht werden und die ist auch ganz viel auf Twitch und da gibt es Streams, wo die einfach schläft. Die schläft vor der Kamera und Leute zahlen Geld in der Zeit. Es ist einfach eine kaputte Welt. Fansnutzer zeigen uns, dass das durchschnittliche Alter der Creator vermutlich ca. 29 Jahre beträgt. Die zahlenden Abonnenten sind hingegen überwiegend Männer zwischen 35 und 44 Jahren. Im Schnitt zahlen die Abonnenten für so ein typisches Abo 7,20 Dollar. Man zahlt aber nicht nur für Abonnements. Im März stammten mehr als 50% der Einnahmen aus Abonnements, aber mehr als 30% aus Chats. Also zum Beispiel nette Nachrichten gegen Geld. Und der Rest ist eine Mischung aus Trinkgeldern, bezahlten Streams etc. Und so kann man davon ausgehen, dass sich der ein oder andere Abonnent bereits auf OnlyFans verschuldet hat. Apropos Verschulden, Menschen verschulden sich im Internet nicht nur auf OnlyFans und damit kommen wir zum Sponsor des heutigen Videos, der euch dieses Video ermöglicht hat, denn aufgrund des pikanten Themas wird es wahrscheinlich von YouTube demonetarisiert. Anyfin kann euch helfen, wenn ihr Ratenkäufe im Internet abgeschlossen habt, okay, für eure alten Ratenzahlungen beschaffen. Und danach zahlst weniger Zinsen und bist schneller schuldenfrei. Und mit meinem auch wenn es leider keine konkreten Studien gibt und ein Beweis aufgrund unzähliger Faktoren sowieso schwer wäre, deutet vieles darauf hin, dass die globale Pandemie und die damit einhergehende Isolation und Einsamkeit von Menschen ein maßgeblicher Treiber im Erfolg von OnlyFans war. So ist die Zahl der Creator seit Beginn der Pandemie bis September 2021 um ca. 333% gestiegen, die der Konsumenten sogar um 567%. Bezogen auf die Userzahlen bedeutet das, diese Plattform ist schneller gewachsen als damals Facebook. Obwohl öffentlich nach wie vor unklar ist, wie viel vom Content Erwachsenen-Content ist, steht eins fest. OnlyFans hat aufgrund dessen massiv Probleme, Investoren zu finden. Und auch wenn man jetzt nicht komplett mit einem Brett vorm Kopf rumläuft, checkt... Da fragt man sich natürlich, warum brauchen die Investoren, ne? Wenn die so wachsen und Geld wie Scheiße verdienen damit. Ja, und wieder die Pandemie, ne? Also die hat unser ganzes Dating- und Sexualleben, das war ja sowieso schon so digitalisiert, also weg von dem, wir sind so auf dem Dorf und da gibt es so, wie das vielleicht früher war, so und so viele Frauen und Männer, die finden irgendwie zusammen auf dem Feuerwehrfest und keine Ahnung, aber jetzt die ganzen Probleme schon sowieso schon mit, da brauche ich ja auch noch ein Video zu machen mit Online-Dating-Apps und jetzt kommt noch die Pandemie dazu und wie viele Leute sich nicht treffen können. Also ich glaube, da wird noch so viel nachkommen an Problemen. Das ist Wahnsinn. Das
gefühlt 99% der Creator auf OnlyFans, zumindest im Erotikbereich, stattfinden. Allein ein Blick auf die Top 10 Creator laut OnlyFinder macht's deutlich. Diese sind alle weiblich und alle im Erotik- oder Pornobereich tätig. Daher machen wir jetzt erstmal einen kleinen Exkurs zum Thema Pornografie und Corona. Der Konsum von Pornografie im Internet ist während der Corona-Pandemie kurzfristig stark angestiegen. Das zeigen zum Beispiel die Nutzerzahlen von Pornhub aus 2020. Auch wenn man sich das weltweite Google Search Volumen zu speziellen Begriffen ansieht, sieht man einen klaren Anstieg zu Zeiten des ersten Lockdowns. Einige Studien kommen zu den gleichen Schlüssen. Man kann nur noch nicht sagen, aus welchem Grund genau. Also ist es aus Langeweile, aus Einsamkeit wegen Social Distancing, vielleicht auch wegen psychischem Stress oder einer Mischung aus allem oder hat es komplett. Also ich denke, es ist auf jeden Fall eine Mischung aus allem. Und wir haben ja auch diese Drogenkomponente, ne? Sich selbst irgendwie, ja, ich denke ja auch das Alkoholkonsum, und habt ihr jetzt keine Zahlen, aber ich bin ziemlich sicher, dass es auch zugenommen hat, und Drogenkonsum, ja, einfach dieses ist ja für Menschen furchtbar, nicht mal so für soziale Kontakte haben, diese ganze Angst, die geschürt wurde, ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, und ja, bin mal gespannt, was jetzt noch mit diesem Ukraine-Konflikt und alles, was da jetzt noch da oben drauf kommt, sind einfach, scheinbar sind wir nicht mehr in dieser schönen Nachkriegsblase, wo so alles so einigermaßen lief. Weiß nicht. Sicherlich kein leichtes Erbe für die folgenden Generationen, was da jetzt kommt. Und wir werden ja auch noch eine Menge erleben. Ne? Andere Gründe. Wir sehen aber eine Parallele und einen der ersten Gründe, warum auch OnlyFans in der Pandemie vermutlich so einen außerordentlichen Zuwachs erhalten hat. Pornografiekonsum ist in den Lockdowns gestiegen. Aber hier kommen wir wieder zur Anfangsfrage. Warum geben manche Menschen für diese Art von Erotik exorbitant viel Geld aus, während es sie überall im Internet kostenlos gibt? Nun ja, wenn wir logisch rangehen, ist die Antwort recht simpel. Wir müssen uns einfach nur anschauen, was OnlyFans im Vergleich zu anderen Pornoplattformen bietet, was diese nicht haben. Und das ist in erster Linie direkter Kontakt, persönliche Beziehungen und scheinbar echte Intimität mit den Creatoren. Und hier könnte. Ja, also ich denke, das spielt wirklich tatsächlich eine große Rolle. Aber es ist einfach so schlimm, ne? Dass Männer dafür bezahlen, Textnachrichten zu kommen, die unter Umständen noch nicht mal von der Person kommen, wo man denkt, sie kommen von der Person. Boah, das ist einfach. Wahnsinn, ey. Leute, geht raus, datet offline. Es ist ja auch, das erfüllt diese Bedürfnisse ja auch nicht wirklich. Ne? Und immer, wenn wir ein Bedürfnis mit irgendwas versuchen zu befriedigen, was es nicht befriedigt, dann sind wir auch schnell so in so Suchtprozessen, ne? Weil es macht halt nicht satt, ne? Weiterer Grund für den Erfolg von OnlyFans liegen, der auch schon vor der Pandemie in unserer Gesellschaft gebrodelt hat. Wachsende Einsamkeit und soziale Isolation. Ein erster Treiber hierfür waren und sind die sozialen Medien. Denn während wir das Gefühl haben, mit der ganzen Welt connected zu sein, fühlt sich der einzelne Nutzer immer einsamer und schlechter. Darauf deutet mittlerweile eine Vielzahl von Studien hin. Diese Studie wies beispielsweise darauf hin, dass Teilnehmer, die am häufigsten online waren, definiert als 50 oder mehr Besuche pro Woche, eine dreimal höhere Wahrscheinlichkeit einer wahrgenommenen sozialen Isolation hatten, als diejenigen. Das muss man sich mal überlegen. Einfach dieses auf Social Media sein, also das wusste ich auch noch nicht, das finde ich eines der krassesten Erkenntnisse. Einfach dieses auf Social Media sein führt dazu, dass man sich einsamer fühlt, als wenn man Social Media nicht nutzt, ne? Also Leute, ich freue mich ja, wenn ihr meine Videos guckt, aber und auch mal bei mir auf Instagram vorbeiguckt, aber insgesamt, Spaß. Gibt es ja auch, glaube ich, noch viel mehr Forschung zu Social Media. Hat wirklich einen schlechten Einfluss, ne? Also es ist auch wieder dieser kurzfristige Kick, ne? Entweder man kriegt selber Likes oder man sieht bunte Bildchen und was weiß ich. Auch schön kurz, ne? Wie bei TikTok oder so, ne? TikTok ist ja auch so ein richtiges Suchtding und aber in Wirklichkeit, man vergleicht sich dann damit und denkt, ja, mein Leben ist nicht so cool, was natürlich Quatsch ist, ne, ist ja alles Fake und so, aber das mal so zu hören in so einer Studie, schon heftig.
die weniger als 9-mal pro Woche online waren. Und diese Studie der University of Pennsylvania hat einer Gruppe von Studenten den Social-Media-Konsum für 3 Wochen stark eingeschränkt und im Vergleich zur Kontrollgruppe zeigten sie anschließend eine signifikante Verringerung der Einsamkeit und Depression. Ich weiß nicht genau, wie ich das Wort Depression übersetzen kann, also vielleicht sollte man es nicht mit Depressionen übersetzen, aber ihr wisst Bescheid. Einige weitere Studien verlinke ich euch gerne in der Beschreibung. Ein Verstärker für Einsamkeit war die Corona-Pandemie. Auch hierzu gibt es zahlreiche Studien und Literatur. Am besten zusammenfassend tut es diese systematische Übersichtsarbeit aus Januar 2022, die 53 Studien zu diesem Thema synthetisiert und analysiert hat. Sie fanden heraus, dass die meisten quantitativen Studien Querschnittsstudien waren. Die wenigen Längsschnittstudien berichteten hauptsächlich über eine Zunahme der Einsamkeit. Insbesondere wenn die Messzeitpunkte vor der Pandemie Monate oder Jahre vor der Covid-19-Pandemie lagen. Studien, bei denen Präpandemie. Also Querschnittsstudien ist halt, was weiß ich, du machst so Mittelwerte vor der Pandemie, nach der Pandemie, vergleichst das irgendwie, sind aber nicht unbedingt die gleichen Leute irgendwie und das ist halt immer schwierig dann zu sehen, okay, das fällt jetzt so zusammen, aber was genau ist da passiert, deswegen sind immer so Längsschnittstudien so wichtig. Es ist halt immer viel schwieriger zu machen, außerdem weiß man ja vorher nicht, was kommt so. Aber die sind, häufig bringen die halt viel mehr. Ne? Wochen oder Tage vor der Pandemie gemessen wurde, berichteten von relativ stabilen oder sogar abnehmenden Einsamkeitstendenzen. Das könnte einfach nur deshalb sein, weil die Einsamkeitsthematik schon länger existiert, beispielsweise durch Social Media, aber das ist nur eine Vermutung. Von mir. Des Weiteren machten die Wissenschaftler hier eine empirische Untersuchung, die zeigte, dass die Qualität sozialer Beziehungen während der Pandemie im Durchschnitt schlechter wahrgenommen wurde als zuvor. Diese Wahrnehmung wurde in den ersten 2 Wochen der Pandemie etwas stärker, stagnierte danach aber. Abseits von der Einsamkeit durch Social Media und die Pandemie fand ich persönlich noch eine Studie sehr interessant, die Daten aus allgemeinen Bevölkerungsumfragen von 2000 bis 2018 verwendet hat, um die Häufigkeit und die Anzahl der Sexualpartner für fast 10.000 Männer und Frauen zu untersuchen. Diese Umfragestudie ergab, dass die sexuelle Aktivität bei US-Männern von 2000 bis 2018 so abgenommen hat, dass etwa einer von 3 Männern im Alter von 18 bis 24 Jahren im vergangenen Jahr keine sexuelle Aktivität angegeben hat. Das könnte Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben. Ja, jetzt kommen wir nämlich, also diesen einen Weg beschreitet sie jetzt nicht mehr. Wenn man jetzt nochmal dran denkt an Female Choice. Female Choice, habe ich, meine ich, auch schon Videos drüber gemacht, ist die wissenschaftlichen, das ist jetzt keine Meinung oder so, wissenschaftlichen Untersuchungen, die zeigen, dass sich früher nur, welchen Zeitraum jetzt auch immer, aber in genetischen Studien lässt sich zeigen, dass sich nur 1/3 der Männer wirklich fortgepflanzt hat früher. Und 2/3 nicht, ne? Und woran liegt das? Ja, wir haben Female Choice als Menschen. Und das heißt, die Frauen, wenn sie irgendwie die Möglichkeit zu haben, wählen aus irgendwie und wählen natürlich dann, was halt die Genetik so hergibt, also stärksten Männer, also die sie am besten schützen können oder am besten helfen können in der Nahrungssuche oder dass der Nachwuchs durchkommt und so weiter, ne? Kennt ihr ja. Und wir sehen halt jetzt gerade, also dann kam halt, was weiß ich, Ackerbau, Wende und Kirche und was weiß ich und damit auch einhergehend diese ganzen Sachen, das mit Ehe und diesen Geschichten, was auch eine gewisse Befriedigung der Befriedung der Gesellschaft war, dass es ungefähr für jeden Mann auch eine Frau gibt, so, ne? Und jetzt sehen wir halt, ist ja auch richtig so, ne? Die Frau wird nicht mehr so unterdrückt. Und kann gehen, im Grunde, wann sie will aus einer Beziehung, kann sich frei ihre Partner auswählen. Und jetzt kommen wir so langsam wieder Richtung, dieser Female Choice. Und das ein gewisser Prozentsatz der Männer, jetzt 1/3, okay, aber ist auch schon super krass, ne? Auch die Sexualität nimmt ja insgesamt über die Jahrzehnte ab. Und wir haben eine übersexualisierte Gesellschaft, aber wir haben weniger Sex. Ne? Ist auch so, im Osten gab es mehr Sex als im Westen, ne? In Deutschland. Und
jetzt sehen wir dieses Problem von Männern, die keine Frau mehr finden zwischen 18 und 24. Und da haben wir echt ein riesiges gesellschaftliches Problem, ne? Das, und das ist eben Liberalisierung des Datingmarkts. Die, das ist schon ein krasses Ding, gell? In der gesamten Altersgruppe stieg die sexuelle Inaktivität bei Männern ebenfalls, und zwar von 9,5 auf 16,5% zwischen 2000 und 2008. Ja, und wie gesagt, jetzt, das sind jetzt die ganze Altersgruppe. Und vorher, wenn ich das jetzt mal so richtig verstanden habe, waren es, also bei diesen jungen Männern waren es 33%, ne? Also, oh, ey, das ist Wahnsinn, ey. Bei den Frauen hingegen blieb die Verteilung der sexuellen Aktivität in der gesamten Altersgruppe während des Studienzeitraums stabil. Und das ist schon krass, denn... Ja, da muss man jetzt natürlich immer, jetzt müssen wir natürlich genau gucken, wie wird das erhoben, weil das scheint erstmal so widersprüchlich zu sein, ne? Die der Männer sinkt, die der Frauen bleibt gleich. Jetzt ist, wenn man jetzt zum Beispiel aber sagt, mal gucken, ob überhaupt jemand sexuell aktiv war, dann könnten diese Zahlen eben bedeuten, dass manche Männer eben einen großen Schlag machen und entsprechend viele Frauen daten oder mit den SEX haben und ja, und die Frauen eben ja, weniger Probleme haben, das zu bekommen, was sie haben wollen. Und für die Männer, also für eine Gruppe von Männern, ist immer schwieriger wird, ne? Das zeigt sich überall. Und wenn man jetzt sieht, dass es in jüngeren Generationen noch viel mehr ist, sieht man so ein bisschen, auf was wir da zusteuern. Also das wird noch echt spannend die nächsten Jahre. Das bedeutet, einfach zusammengefasst, US-Männer. Deswegen, Männer, macht mal eine Datingkurse. Seht zu, dass ihr nicht hinten runterfällt. Da wirklich, man kann schon viel machen. Ne? Immer weniger. Tendenz sinkend. Und auch das könnte ein Vakuum sein, das durch Plattformen wie OnlyFans zu füllen versucht wird. Wir haben uns jetzt einige Studien angeschaut und auch wenn wir natürlich keine hundertprozentige Kausalität feststellen können, liegt die Vermutung extrem nah, dass es sich bei einer Plattform wie OnlyFans um ein konsequentes Symptom all dieser Faktoren handelt. Plump und übertrieben gesagt, emotional verzweifelte Männer treffen auf Frauen, die eventuell auch emotional verzweifelt sind, aber zusätzlich wirtschaftlich profitieren. Und OnlyFans ist nicht die Ursache. OnlyFans ist eine Art Tumor, der sich aus der Konsequenz der steigenden Einsamkeit von Menschen und wenigen, die davon wirtschaftlich profitieren können, gebildet hat. Ja gut, das heißt Tumor, ne? Ich meine, ich finde das jetzt auch nicht gut, überhaupt nicht, aber das ist halt Marktwirtschaft, ne? Und offensichtlich gibt es die entsprechenden Bedürfnisse. Nur ist es eben gefährlich, weil eben die darunterliegenden eigentlichen Bedürfnisse nicht befriedigt werden, ne? Und ob das für Frauen jetzt, das sagt sie, glaube ich, aber auch noch gleich, so eine tolle Errungenschaft ist, dass sie so direkt ihren Körper verkaufen können. Versus früher vielleicht noch mit Männern dazwischen, weiß ich nicht. Wie man so will, ist ja jetzt OnlyFans der Zuhälter sozusagen. Ne? Sache ist, OnlyFans ist aber auch nicht die Lösung dieses Einsamkeitproblems, sondern agiert langfristig vermutlich noch als Verstärker. Ein Modell, das auf beiden Seiten Verlierer hat, denn es verbindet die toxischen Suchtfaktoren von Social Media mit denen von Pornografie. Und wir wissen von... Ja, das muss man sich wirklich... Es verbindet die Suchtfaktoren von Pornografie mit Social Media und all diese Plattformen, die das machen, ja, sind wirklich sehr stark suchtfördernd, ne? Und das, und dann kommt die Pandemie dazu. Und dann vielleicht jetzt noch diese wackelige politische Lage. Ah, Mann, ey. Ich hoffe, dass die Leute sich mal wieder mehr live treffen irgendwann. Also ich glaube, das wird auch in diesen ganzen Panikmachen mit Corona immer wieder vergessen, was für unfassbare Wirkung das auf Menschen hat, wenn die sich nicht mehr treffen können, nicht mehr live treffen können. Also das kann man wahrscheinlich nicht aufwiegen jetzt mit den Erfordernissen einer Pandemie, so, ne? Aber es weiß man ja, dass so Depression, was da alles zugenommen hat, also das ist, boah, echt. Beiden mittlerweile, dass sie in vielen Fällen... Also weil es nicht heißt, ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht richtig war, da Lockdowns zu machen oder so, aber muss man alles abwägen, ne? Auch jetzt für die Zukunft vor allen Dingen, wenn man jetzt mehr darüber weiß, muss man sich echt überlegen, ne? Wie wägt man diese verschiedenen Sachen ab? Wenn schon Depressionen und Einsamkeit existieren, nett gesagt, nicht sonderlich
förderlich für die Psyche sind. Und an der Stelle kommt jetzt einfach nur meine Meinung und meine ausschweifenden Gedanken und Sorgen zu diesem Thema. Wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es das meist auch. Irgendjemand bezahlt den Preis. Und in diesem Fall sind es jene, die durch OnlyFans Scheinintimität kaufen oder verkaufen. OnlyFans ist vielleicht nur so erfolgreich mit diesem Geschäftsmodell, weil unsere Gesellschaft diese Sachen für einige nicht mehr bietet. Nähe, Zuneigung, sozialen Austausch, Intimität. Weil es einfacher wird, sich diese zu erkaufen, anstatt sie sich selbst zu erarbeiten. Viele Menschen haben keine bedeutsamen Beziehungen mehr und gerade den... Ja, es ist ja auch, dieser ganze Dating-Prozess, der ist ja auch Arbeit, ne? Auch für Männer, für, vor allen Dingen vielleicht, für Frauen vielleicht auch, also sicherlich auch, aber es ist Arbeit, ne? Und und dieses, wenn dann so Pornografie verfügbar ist oder... ist es eben scheinbar weniger Arbeit, aber gut, das, wie gesagt, das erfüllt nicht, dass wir wirklich wollen, eine echte Begegnung von zwei Seelen irgendwie. Und ja, und dann ist ja noch so, da haben wir wieder das Problem mit Dating-Apps, wenn dann gedacht wird, okay, ich gebe da jetzt Arbeit rein, dann gibt man die Arbeit in eine Dating-App rein, die eben auch zum hohen Prozentsatz nicht funktionieren kann irgendwie und ist dann frustriert und wie gesagt, es finden dann irgendwann Männer halt überhaupt niemanden mehr, ne? Vor allem, wenn sie dann auch so verblödet werden durch Hollywood-Filme, die, suggerieren, wenn ich nur genug einer Frau hinterherlaufe oder mich zum Affen mache, dann kriege ich sie und solche Sachen. Also diese ganze, dieses ganze Thema Polarität des Mannes weggeredet wird und so. Da kommen so viele Probleme. Aber ich meine, wenn man es einmal verstanden hat, dann weiß man auch, wo man gegensteuern kann und sollte als Gesellschaft, als Mann vor allen Dingen, als persönlicher Mann. Und wenn man es einmal Gefahr erkannt, sage ich mal, Gefahr gebannt für viele. Ne? Anscheinend in vielen Fällen, wie zum Beispiel diese Studie zeigt, Intimität und Sexualität zu fehlen. Und wenn dann auch noch der berufliche Erfolg oder Erfolg in anderen Lebensbereichen ausbleibt, setzt irgendwann die Verzweiflung ein. OnlyFans gibt Männern eine illusorische, gekaufte Zuneigung, die die echte Einsamkeit aber vermutlich noch schlimmer macht. Zumindest wenn OnlyFans wie andere Social-Media-Plattformen auf die Psyche wirkt, was ich stark vermute. Zumindest wenn OnlyFans wie Pornografie auf die Psyche wirkt, was ich stark vermute. Aber auch Frauen verlieren. Oft wird argumentiert, dass OnlyFans das Thema Sexualität enttabuisieren würde. Frauen dabei richtig gut entlohnt und ihnen die Selbstbestimmung über ihre Sexualisierung in der Gesellschaft endlich zurückgibt. Meiner Ansicht nach tut es das nicht. Es gibt Frauen lediglich die Möglichkeit, ihren Wert auf dem Fleischmarkt jetzt selbst zu beziffern. Und so. Das hat sie echt gut gesagt. Es ist einfach, menschlich, aber wie gesagt, es befriedigt nicht unsere wirklich tieferen Bedürfnisse, unsere spirituellen Bedürfnisse, nur nicht mal häufig die emotionalen, gedanklichen, das sind einfach nur die körperlichen Bedürfnisse. Und hatte ich ja auch neulich ein Video gemacht über die vier Ebenen in Beziehungen und ja, und wenn halt diese wirkliche Seelenverbindung zum anderen Menschen, wenn das nicht da ist, ist es immer frustrierend. Ne? Auch für diejenigen, wie auch immer, man muss man jetzt nicht moralisieren, aber auch für diejenigen, die sich da anbieten, ne? Ist es letztlich genau das Gleiche. Ne? Aber macht jeder, was er macht, aber ich glaube, dass es auch kein guter Vibe ist und auch halt ein großer Ego-Push und ist auch schwer, da, glaube ich, so einen Absprung zu kriegen raus, wieder, ne? Gerade wenn man vielleicht sogar ein bisschen Erfolg hat damit. Naja. Profitieren hier einige wenige Frauen unter dem Deckmantel von Self-Empowerment und Feminismus eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, vom Patriarchat. Obwohl das ja eigentlich mittlerweile nicht mehr existieren sollte, denn sie tun das, was früher Männer gemacht haben. Ihren weiblichen Körper mit einem Preisschild versehen. Ihre Zuneigung mit einem Preisschild versehen. Hierzu habe ich unter meinem Pro- und Contra-Laber-Video zu OnlyFans im Dezember einen sehr, sehr schönen Kommentar gefunden. If your liberation doesn't upset your oppressor, you are not liberated at all. Hinzu kommt, dass Frauen, um richtig finanziell erfolgreich... Ja, wie gesagt, da ist ja jetzt quasi die Plattform der Zuhälter oder die Zuhälterin, wie auch immer. Mit OnlyFans zu sein, ihren Abonnenten im Chat eine Intimität
vorspielen oder wirklich geben und verkaufen müssen. Das geht über süße Nachrichten, über persönlich exklusive Bilder bis hin zur Verschiebung der persönlichen Grenzen für den Partner, aka zahlenden Abonnenten. Denn dass die Teilnahme von Frauen bei OnlyFans oft aus wirtschaftlicher Verzweiflung rührt, erkennt man daran, dass sich oft Grenzen verschieben, sofern das Geld stimmt. Hast du so eine klare Grenze oder? Also man sieht alles außer im Moment. Jetzt sagen wir mal, man hat seine Grenzen, dann kommt eine Anfrage, du für wahnsinnige 5000 Euro. Deine würde ich schon mal gerne sehen unter der Dusche. Für 5000 Euro? Oh girl, let's go. Bei 5000 Euro verschiebt sich die Grenze, definitiv. Eine Sache, die, keine Frage, in anderen Lebensbereichen, in deinem Day-to-Day-Job auch teilweise passiert, aber die im Fall von Nacktheit und Intimität einige mit Sicherheit retrospektiv bereuen werden. Das klingt jetzt zunächst so, als möchte ich hier die bösen, bösen Frauen angreifen. Dabei möchte ich das gar nicht, denn die meisten Frauen sind in diesem Szenario die absoluten Verlierer. Likes und Geld für tolle Bilder sind eine Art Bestätigung und Instant-Dopamin-Kick. Also unglaubliche Glücksgefühle, wenn das eigene Foto, das eigene Aussehen beim Konsumenten gut ankommt. Ohne dass dafür jetzt wirklich eine Leistung oder irgendwas Inneres erbracht wurde. Wer sein Glück nicht aus inneren Werten, sondern größtenteils aus Bestätigung für Äußeres bezieht, wird irgendwann Probleme bekommen. Weil Markt... Ja, das muss man sich mal klar machen, auch für diejenigen, die da ihr Leben über Instagram und so aufziehen, über ihr Aussehen und alles. Ist halt alles vergänglich, ne? Ist alles vergänglich und man kommt um diesen Punkt nicht umhin, dass wir sozusagen diesen spirituellen Shift machen müssen, weg von der ganzen Bestätigung und Ego-Geschichten hin zu tieferen Sachen. Ne? Vielleicht werden wir auch nur deswegen alt oder spirituell, also ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ist ja auch egal letztlich. Aber man kann das nicht ewig machen, das funktioniert einfach nicht. Ne? Und diese Kränkung, dass man irgendwann einfach nicht mehr genug Ego-Push ansammeln kann, da muss jeder irgendwo durch irgendwann und manchmal ist es besser, lieber früher als später, dass man sich endlich mal davon frei macht und von diesem Ego und naja, insofern hat sich das genauso, ne? Das trifft jeden irgendwann und das Ego macht halt letztlich nicht glücklich, ne? Es ist immer nur ein Kick, ne? Ein Dopamin-Kick irgendwie, aber es füllt halt in der Tiefe nicht an, ne? Ohne eine starke Psyche schnell an Selbstwert geknüpft wird. Obwohl die beiden eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, aber versucht das mal auseinanderzuhalten. Was ist, wenn man alt wird? Was ist, wenn der eigene Körpertyp nicht mehr gefragt ist? Ist man da nichts mehr wert? Nein, ist man nicht, aber versucht das mal jemandem zu erklären, der seinen Selbstwert jahrelang aus Likes und Geld für äußeres Aussehen gezogen hat. Weil was ist dann noch übrig, wenn ich mein Leben lang nur für mein Äußeres bestätigt wurde? Also versteht mich nicht falsch, es gibt mit Sicherheit auch Creator auf OnlyFans, die mental absolut fit sind, die machen das ein paar Monate, ziehen da richtig ordentlich Asche draus und dann sind die weg vom Fenster, ohne je irgendwie davon tangiert zu sein. Aber was ist mit dem Rest? Ich will auch nochmal einräumen, mit Sicherheit ist nicht alles an OnlyFans absolut schlecht und zu verteufeln. Aber die positiven Aspekte sind heute mal nicht Teil dieses Videos, denn die werden gefühlt schon überall im Internet inflationär angepriesen. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber viele Frauen sind auf OnlyFans, weil sie Geld und Bestätigung für ihren sexuellen Marktwert wollen. Und Männer, weil sie Geld und Bestätigung geben, in der Hoffnung auf ein bisschen Nähe und Intimität. Stellt euch mal vor, wir würden genau diese Dynamiken einfach mal großflächig auf die Gesellschaft projizieren. Das wäre actually ein starker Rückschritt, was das Verhältnis zwischen Mann und Frau angeht. Aber was weiß ich am Ende, ne? Ja, und da ist, wie gesagt, dieses, was ich eben schon gesagt hatte, ich werde das auch immer mal wieder in Zukunft thematisieren, dieses Female-Choice-Problem, was im Grunde genommen besagt, dass 70-80% der Frauen auf nur noch 30% der Männer gehen, irgendwie, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Und ja, was das bedeutet, sehen wir auch ein Thema Incel und ich weiß nicht was in den USA, da wird noch richtig Sachen auf uns zukommen. Und das ist meiner Sicht nach gerade im Thema, dass die Gesellschaft sich zurückzieht und dann dieses ursprüngliche biologische Modell plötzlich wieder aktiv wird und wie gehen wir damit um, ne? Das ist wirklich, also es ist kein genuin gesellschaftliches Problem, weil, wie gesagt, gerade die Gesellschaft nicht mehr aktiv ist, wie sie das vielleicht die letzten vielen hundert Jahre war und das ist ein mega Umbruch.
Solange OnlyFans von irgendwelchen Rappern und Feministen als Empowerment gelabelt wird, who am I to judge? Macht doch am Ende alle, was ihr wollt, aber eins solltet ihr auf jeden Fall machen und das ist meinen Kanal abonnieren, denn dann sehen wir uns auch auf jeden Fall wieder beim nächsten. Ja, schaut mal vorbei, findet ihr auch die Quellen und ich verlinke das Video natürlich auch hier drunter nochmal und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns auch bald wieder. Ciao, ciao. We'll be right back.